Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Nachmittagssendung vom JFD Live Trading TV hier am 16. April. Grüß Sie wieder, Christian Kämmerer, und wir wollen auf die Märkte schauen. Hier sehen Sie gerade WTI. Kleine Überraschung, das gibt es gleich als schriftliche Analyse, aber wir wollen natürlich jetzt viel mehr auf die Indizes blicken. Und hierbei insbesondere S&P 500 als Headline. Wir werden im Nachgang auch nochmal kurz den DAX uns anschauen. Aber jetzt hier im Schwerpunkt eben den breit gefassten S&P. Im Sinne der Meldung, dass er sich hier buchstäblich in einer Lauerstellung befindet. Warum? Wir sehen hier diesen abwärts gerichteten Trendkanal. Und wir sehen jetzt hier aktuell im Prinzip den bestätigten Rücklauf hier nach unten, und zwar 2085. Da gab es hier die Bestätigung dieser Unterstützung am 14.04. und dann den Aufwärtslauf. Gestern aufgrund des EZB-Events hatten wir die US-Indizes gar nicht unter die Beschau genommen. Das ist fast schon sträflich, denn dieser erwartete Pullback, den wir hier gesehen haben, hat sich tatsächlich erfüllt. Und wir haben uns auch über die Zone von 2100 Punkten hinausgeschoben. Schauen wir uns das kurz im Stundenchart an. Das Bild also kurz der großen Schwäche im europäischen Sektor hier durchweg bullisch. Das sieht sehr, sehr gut aus. Insofern haben wir hier gute Chancen, dass der S&P 500 auch aufgrund der anfänglichen Schwäche sich jetzt mehr oder weniger stabilisiert und wieder nach oben auftritt. Die Chancen dafür sind durchaus gegeben. Und insofern kann der Markt hier in Bälde wieder aufdrehen. So, wir sehen jetzt hier im Bereich 2000 oder knapp unter 2100 Punkten, dass der Markt sich wieder fangen kann und hier aktuell nach oben auftritt, beziehungsweise es in der Vorstunde versucht hat. Und jetzt muss man eben sehen, dass der Markt sich hier weiter etablieren kann. Insbesondere Marke 2100, 2105 hier auf der Oberseite, das sind wichtige Levels. Da muss der Index im Prinzip raus, um hier weiteres Potenzial zu generieren. Wenn wir uns jetzt den Tageschart anschauen, hierbei insbesondere eben diese deckelnde Trendlinie auf der Oberseite, dann wird klar, dass der S&P 500 hier über das gestrige Tageshoch hinausziehen muss, 2112 Punkte. Dann wäre hier sicherlich der Knoten geplatzt und dann kann es weitergehen. Im Sinne der unverändert bullischen Saisonalität befürworte ich hier nach wie vor, wenn es denn heute zu Rücksetzern kommt, dann dürften die noch marginaler Natur sein. Ich befürworte weiterhin eigentlich einen weiteren Anstieg. Wir müssen jetzt, nachdem wir 2100, 2105 geknackt haben, über 2112 rausziehen, das gestrige Tageshoch knacken, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Kritisch, das kann an dieser Stelle gesagt werden, wären Preise unterhalb von 2082 anzusehen. Das wären jetzt hier definitiv die Fahrpläne für den S&P 500. Um das mal so einzugrenzen, also wenn es heute schwach bleibt, vielleicht morgen auch noch ein Stück weit tiefer, aber auf keinen Fall darf es unterhalb von 2085 nochmal gehen, dann stehen die Chancen gut, dass der Index hier rauszieht und oberhalb von 2212 Punkten haben wir hier dann wieder den Startschuss, die ja, Implikation der Rallye-Fortsetzung sozusagen, um dann hier weiter nach oben zu streben in Richtung 2150, 2180 Punkte. Definitiv sehr, sehr interessant, der S&P 500 weiterhin. Hier im Stundenchart, wie gesagt, die anfängliche Euphorie, den ersten Rücksatz dahingehend haben wir eigentlich gut verdaut. Und wenn wir uns jetzt hier das kurzfristige Bild ansehen, wir hatten ja auch die bullische Flagge verlassen, ist das im Kontext eigentlich alles eine sehr, sehr konstruktive Sache. Lassen Sie mich auch hier noch kurz eine Trendlinie einziehen im Stundenchartintervall, auch wenn schräge Trendlinien schräger Natur sind. Sie kennen den Spruch meinerseits, da will ich hier das Ganze nicht überbewerten, aber ich erlaube mir dennoch hier mal die letzten Lows sozusagen zu verbinden und hier eine vorsichtige Tendenz einzuzeichnen, um einfach hier die Signifikanz des Levels oberhalb von 2085 hier zu unterstreichen und insbesondere die heutigen Tagestiefs, welche im Idealfall nicht unterschritten werden. Gut, das wäre im Prinzip ja der kurzfristige Fahrplan. Schauen wir jetzt noch ganz kurz auf den DAX sozusagen, um das Ganze hier noch ein Stück weit abzurunden. S&P 500, wie gesagt, stark. Und wenn man sich Indizes anschaut, dann kommt man am S&P 500 nicht vorbei, denn der ist, wie gesagt, maßgeblich und buchstäblich in Lauerstellung oberhalb von 2212 dürfte hier der Deckel eben fliegen. Schauen wir uns aber den DAX an. Hier, nahe der 12.000-Punkte-Marke, minus 1,64% aktuell, höchst schwach unterwegs. Wir hatten ihn heute Morgen schon im Fokus, da war ich prinzipiell bullisch gestimmt. Und der Markt tat aber Gegenteiliges, wie wir hier sehen. Die Erholung hat sich nicht durchgesetzt. Es kam vielmehr zu der, ja, zum Plan B, Ausbruch unter 2100. Ich hätte den Fall hier nicht so weit rausdehnen müssen, sondern vielmehr hier rübersetzen sollen. Ja, mit dem Unterschreiten der Marke von 2100 wurde ja praktisch dann schon das Level 2025, 2020 genannt. 12.000.
20, 12.025, rund 12.000 genannt. Jetzt sind wir genau hier angelangt und ja, der DAX tut sich heute definitiv schwer. Hier im Stundenchart die bullische Flagge, die sich zunächst andeutete, ganz klar nach unten bärisch verlassen. Jetzt fehlt hier natürlich die Perspektive grundsätzlich, aber Sie haben ja beim S&P 500 gesehen, dass ich hier einen blauen Tendenzfall nach oben eingezeichnet habe und das Ganze bleibt auch bei dem DAX, wenn wir hier keine signifikanten Niveaus oder Preise unter 12.000 Punkte machen, aufrecht erhalten. Das heißt, die Chancen, dass der DAX sich dann doch noch ein Stück weit stabilisiert, sind gegeben. Auf der Oberseite bleibt natürlich hier der Kreuzwiderstand bzw. hier das hartnäckige Niveau im Bereich 12.020 bestehen, gar keine Frage. Aber der Index hat hier jetzt durchaus Chancen nach oben anzuziehen. Warum? Das schauen wir uns kurz im Tageschart an. Also von der Stunde in den Tag, wenn wir das größere Bild anzuschauen. Und da ist eben hier das Niveau, was wir heute Morgen auch schon in den Fokus nahmen. Wir stehen jetzt hier exakt an dieser Aufwärtstrendlinie seit vielmehr Ende Februar, Anfang März. Da haben wir sie, mehrere Auflagepunkte mit der heutigen schwarzen tiefbärischen Kerze. Ganz klar eine Bestätigung dieser, auch wenn wir hier das Level von 12.045 Punkten aktuell unterschreiten. EMA20 sind wir aktuell, auch der war hier häufig eine Stütze. Wir sollten also, wenn es denn gut läuft für die Bullen, heute aus dem US-amerikanischen Raum noch einen Auftrieb erfahren, der den DAX dann im Ideal morgen hier positiv gappen lässt, was dann hier diesen blauen Tendenzfall bestätigt. Andernfalls gehen wir eben hier unter 12.000 Punkte zurück. Heute noch nachbörslich, dann morgen entsprechend mit einem Downgap, dann spricht sehr viel dafür, dass wir hier das Level von 11.865 Punkten anvisieren. Und wenn dieses Level nicht verteidigt werden kann, dann kommt eben der Plan, den ich auch schon heute Morgen als Alternativszenario ansprach. Dann muss man damit rechnen, dass es hier eine stärkere Korrekturbewegung gibt. Aktuell aber, wie gesagt, noch vorsichtig bullisch mit allerdings kritischen Tendenzen, wenn ich mir den DAX anschaue. Einzig der S&P 500 muss hier als Triebfeder dienen und ausbrechen. Wenn das der S&P 500 nicht tut und innerhalb dieses Trendlinienkanals bleibt und unterhalb von 2112 Punkten eben, dann muss man von der Gefahr ausgehen, dass wenn der S&P 500 zurücksetzt und der DAX in dieser Schwächephase bleibt, es eben durchaus recht schnell hier gen Süden gehen kann. Also ich will hier kein Permabulle sein, deswegen will ich das mal hier blau skizzieren beim DAX, denn das Risiko, dass wir, wenn die Amerikaner doch nicht zur Stärke zurückgelangen, beim DAX heute noch zurückfallen weiter und hier morgen mit einem Downgap in den Tag starten, ist definitiv gegeben. Die große Griechenland-Angst bleibt hier ein Thema. Staatsbankrott ist nach wie vor das, was den DAX heute sichtlich unter Druck setzt. Und das ist natürlich ein fundamentales Thema, was mehr oder weniger immer wieder mal vom Tisch war, immer mal wieder aufkocht. Werden da die Gemüter beruhigt und ziehen die Amerikaner an, dann sieht es für morgen gut aus. Kommt es hingegen zu weiterer Zuspitzung der Lage und entsprechend möglicherweise weiteren schlechten Quartalszahlen aus den USA, dann kann das hier auch ganz sauber nach unten wegbrechen. Wir wissen dazu später mehr. Ich denke, die Daten, die Rahmendaten haben wir hier benannt. Level von 12.000, ganz, ganz wichtig. Also wenn dann nur ein kleiner Spike drunter, 11.990, 12.000 muss verteidigt werden, dann sollte es wieder hochgehen. Gelingt dies nicht, haben wir hier Verkaufssignale im Markt. Stabilisieren wir uns jedoch und kommen über 12.045 zurück. Sieht's gut aus. Und das würde zum S&P 500 passen, der dann möglicherweise ausbricht. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für die heutige Sendung. Ich bedanke mich fürs Einschalten, freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und bis dahin beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer.